Das heißt aber auch, dass kein... Oh, da liegt jemand. Das heißt aber auch, dass kein Operator mehr da ist, ne? Und er ist noch angeschlagen, der Technopath. Okay, wer bist du? Tina Snow. Hi, Tina. Ich bin Lissy. Wow! Schützen ist natürlich Mist, ne? Och, das blöde Teil, ne? Jetzt hat er die Geschütze weggeschmissen und kommt von der anderen Seite. Verdammt, das wollte ich nicht. Das war keine Absicht. Was ist denn mit dem Teil? Jetzt steckt es da fest oder was? Ach Mann, das arbeitet er heute aber überhaupt nicht mit. Die Schütze machen viel zu Schaden. Tina, ich bin Lissy. Ah! Wow, das verfolgt einen, das Ding. Okay, das ist aber gemein. Okay, wir brauchen etwas mit mehr Wumms. Mehr Wumms. Wir versuchen mal einmal den Q-Strahl. Funktioniert wahrscheinlich nicht, aber ich teste es trotzdem aus. So, da sollte ich mich einmal eben heilen. Schickt dann wieder seinen blöden Dings hinterher. Aber er hat schon ein bisschen Schaden genommen, ne? Ist nicht ganz so. Es ist nicht so, dass er gar nicht keinen Schaden nimmt. Oh. Wow. Aua. Oh, das ist aber fies. Okay, ich komme von der anderen Seite. Wollen wir mal gucken. Krieg ich schon noch? Liegen hier vier defekte Geschütze rum. Lauf, 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 lauf. Oh, die Türen gehen wenigstens schön schnell auf. Das ist nicht schlecht, ne? Hui. Ey, du! Du willst es auf die harte, ja? Ganz hart. Ja.
Nicht nachladen! Nicht jetzt nachladen! Geh auf die Tür! Wir schaffen das. Eben weiter benutzen sollen. Ich hab versehentlich, glaube ich, drauf gedrückt. Okay, heilen. Lalalala. Psi sieht auch noch gut aus. Dafür lohnt es sich auch, die ganzen Dings zu benutzen. Die ganzen Schrot. Und auch die EMPs dafür zu benutzen. Die können wir ja selber bauen. Friss das! Der Technopart war eine riesiges Mimik-Psycho-Dingsdongs. Oh, hier drunter ist irgendwas. Okay. Frederick Steele. Hagen Grace Büro. Oh, wir können da rein. Oh, cool. Und wie komme ich da rein? Kann ich das... Ich falle doch sonst immer durch alles durch, aber das geht nicht? Ich durchbreche sogar Sicherheitsglas, aber das funktioniert nicht? Okay, wir gucken uns erstmal hier um, bevor wir in das Büro gehen. Ich glaube, wir müssen den Recycler reparieren. Ich glaube, wir müssen ihn auf jeden Fall. Das sind Typhon. Ja, das ist aber. Ah! Oh ja. Sehr gut. Das heißt, wir werden mal eben ganz kurz. Erstmal holen wir uns einen Operator. Geht nicht, weil kein Passwort. Okay. Mhm. Alles klar. Dann habe ich eben hier noch irgendwo da. Recyclerladung. Das bietet sich doch geradezu an. Ich nehme mal ein paar von den Geschützen da raus. Ach nee. Das hat eine Fehlfunktion. Reparieren wir den Recycler? Ja, mache ich. Ich wollte eigentlich hier Recyclerladung lassen, aber vielleicht finden wir das ja noch. Na, wir müssen ja nur Graves finden. So. Erstmal eben recyceln. Okay. So. Gehen wir mal eben wir holen uns auf jeden Fall noch Munition. Müsste ja jetzt erstmal wieder ein bisschen reichen, ne? Wir können uns auch Psy-Hypos machen, okay. Schrotpatronen können wir nicht ganz so viel machen. Aber die machen einfach am meisten Wumms. 12. Oh. Ja gut, ich lasse es erstmal eben dabei. So, was ist das hier? Die Kontaminierung. Ach was. Ach, jetzt sind wir hier. Da haben wir eigentlich angefangen. Wir sind da immer noch nicht weiter. Ich erinnere mich. Ups. Ja,
Hallo, Mann. Wir gehen jetzt erstmal eben uns den Rest holen. Ich hatte mir das so gut zurechtgelegt. Ich wollte eigentlich dann mit den Explosivkanistern arbeiten, aber der Telepath wollte ja gar nicht. Technopath. Telepath, auch schön. Ja, das ist ein schönes Geräusch. Das ist ein schönes Geräusch mit dem Material, auf jeden Fall. So, geh auf. Mimik? Oh, das ist aber ein schönes Büro. Im Moment nicht. So. Exotisches Material nehmen wir uns sehr gerne. Die Fliege. Auszug aus einem Buch mit Gedichten von William Blake. Kleine Fliege, muntres Tier, unachtsam, verscheucht von mir. Gleiche ich dir Fliege nicht und bist nicht du ein Mensch wie ich? Denn ich tanze, trinke, singe, bis Gottes Hand mir bricht die Schwinge. Sind Gedanken, Lebenskraft, bin ohne sie ich dahingerafft. Dann bin ich glücklich, sicherlich, ob lebe oder sterbe ich. Ist aber sehr traurig. Bitte warten, wird initialisiert. Entziehen Neuromaterial. Was? Kann ich es abbrechen? Fabrikation von Neuromaterial und Aktualisierung ist nun wieder möglich. Okay. E-Mails. Exotische Materialien von Helen Croft an Helen Graves. Tja, was glauben Sie denn, woher das kommt? Sie sitzen auf dem größten Vorrat der Station und haben sich noch nicht gefragt, was Sie uns da in die Frontallappen injizieren lassen? Sie sind brillant, Graves, aber Sie denken wie ein Ingenieur. Beantworten können Sie Fragen gut, stellen jedoch keine. Die Use zu kritisieren kam Ihnen erst in den Sinn, als Sie diesen Bericht aus der Psychotronik gesehen haben, oder? Helen. Oh. Ich glaube, es gab noch ein paar mehr, die nicht begeistert von unserer Idee gewesen sind. Kann ich voll verstehen. Alles klar, Hans. Pass auf dich auf. Bleib gesund, bleib geduldig. Bis zum nächsten Mal. Und schlaf schön. Gute Nacht. Schlaf schön. Fehlende Neuromods von Joshua Venstre an Helen Graves. Wir haben 4 Neuromods hier im Testlabor. Wir haben 4 erhalten, für 4 unterschrieben und es befinden sich 4 in unserem gesicherten Lager. Wenn Sie sagen, dass Sie 7 verschickt haben, sollten Sie sich wohl mal an die Sicherheit und das Zustellungspersonal wenden. Das ist nicht das erste Mal, dass Neuromods irgendwo zwischen Fabrikation und Test verschwunden sind. Aha. Programme. Türen zur Fabrikation entriegeln. Achso. Ja. Okay. Hm. Bass spielen? Bass spielen? Das ist ein E-Bass. Ich finde, wir sollten wieder Punkte gegen Lernen einführen. Dann lerne ich eh Bass. Ah! Ich hab doch eben... Ohne große Mimik. Warte. Ah. Warte. Weitere Proben benötigt. Helen Graves. Nett, sie kennenzulernen. Okay, wir haben ihn. Wir haben's. Helen. Helen hat EMPs dabei. Und Bourbon. Da ist nichts drin. Transcribe Helen Graves. Überprüfung läuft. Simlab ist sicher. Abgesehen von Ikwe, der bleibt die ganze Nacht auf. Haben Sie die Fotos seiner Tochter Maya gesehen? Das ist nicht seine Tochter, das ist seine Frau. Soll das ein Witz sein? Nein, sie ist gestorben. Nun, als Ikwe noch jünger war, steht in seinen Unterlagen. Großer Gott, Sie haben seine Unterlagen gesehen? Ja, bei den Sicherheitschecks, als wir ihn auf die psychischen Eigenschaften untersucht haben, die hohen Tiere nicht wollen. Er ist wohl nach Hause gekommen und hat sie tot auf dem Boden gefunden. Aneurysma. Da verbringt man sein ganzes Leben damit, das Hirn zu erforschen und dann das. Und das zu einem Zeitpunkt, als er für seine Theorien von allen Seiten verhöhnt wurde. Großer Gott,
Das haben Sie schon mal gesagt, aber er hat Sie wohl nicht gehört. Diese Station steht sicher nicht unter seinem Schutz, so viel ist klar. Okay. Die Funktion des Strahls, naja, es, ja, der rote Balken wird grün. Das ist mir aufgefallen. Ja, die Quasi-Partikel, auch wie niedlich, Quasi-Partikel. Ist ein Prototyp einer gezielten Energiewaffe, ein Strahl volatiler Quasi-Partikel, bringt energetische Systeme in schnelle Schwingungen, bis sie zerreißen. Ah, ich müsste einfach weiter draufhalten, kann das sein? Weil das Galvanik-Phantom ist vorhin auch, glaube ich, dann irgendwann einfach... Neuromod-Fabrikator-Plan. Hatten wir den schon? Hatten wir, glaube ich, schon, oder? Hatten wir ihn noch nicht? Hatten wir ihn schon? Hatten wir noch nicht? Ich weiß es nicht. Nehmen wir mit, können wir zerlegen. Können wir zerlegen. Zerknülltes Papier nehmen wir auch noch mit. Sehr gut. Kevin, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Kleiner Tipp, der Strahl verursacht Instabilität grüner Balken und diese nimmt wieder ab mit der Zeit. Den Strahl mit anderen Waffen zu mischen ist nur hilfreich, wenn du das aktuelle Leben schnell genug unter den grünen Balken bringst. Dann löst sich der Gegner auf, ebenfalls wenn der Balken über 100% geht. Okay. Ja, ja, wir testen das aus. It all comes from them. Get it out now. Non-terrestrial, ja gut, okay, soweit waren wir ja schon. Apropos Schluck Wasser, ich glaube, ich sollte mal ein bisschen so ein bisschen heilen. Dann können wir auch nochmal hier, da haben wir so viel von. Machen wir noch ein bisschen Psi drauf. Ach, jetzt sind wir ja hier wieder. Okay, 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 okay. Ja. So. Hui. So, Passwort eingeben. Sperre. Oh Gott. Bestimmt toll, natürlich. Ist der da ganz oben. Mann! Ah, ich hasse dich. Oh. Wir hätten jetzt hier einen allgemeinen Zugriff oder sowas. Das ist echt gemein. So. Halt, warte, stopp. Das würde ich gerne recyceln. Und das. Den Rest natürlich nicht. Oh, da leuchten noch Dinge. Durchgebrannte Platine. Glaube ich nicht. Nee. Die schweren sowieso nicht. Da müsste ich dann die Hebelkraft 3. Okay. Das bringt nicht ganz so. Oh, ganz so viel, aber ich würde es ganz gerne ein bisschen versuchen. So. Alles, was metallisch ist, wäre nicht schlecht, ne? Das Ding kann ich nicht bewegen. Das
das ist ja nicht metallisch, aber ich nehme es trotzdem. So. Eigentlich müssten die Kisten richtig gut sein dafür. So, gucken wir mal. Oh wow, okay, die Tische passiert gar nichts. Das kannst du ja voll knicken. Okay. Das ist ein bisschen traurig. Aber gut. Wie komme ich hier durch? Hebelkraft 2. Hebelkraft 1. Gibt es einen anderen Weg rein? Hier bin auf der Karte, bin ich da am Fabrikationsraum. Unter uns ist gar nichts. Also müsste ich von hier aus da reinkommen. Okay. Trinken ist wichtig, trinken ist wichtig, trinken. Ihr seid ja witzig. Ich mache dann wieder eine Pause, das wisst ihr, ne? Kurai, pass auf dich auf. Bleib gesund, bleib geduldig, bis zum nächsten Mal. Und einen wunderschönen Restabend. Schlaf schön. Prost auf euch, ihr Lieben. Prost auf euch, ihr Lieben. Und Prost auf euch, ihr Lieben. Wenn ich gleich wieder eine Pinkelpause einlegen muss, dann wissen wir warum. Also ich muss irgendwie von hier aus da reinkommen. Nochmal. Scheiße. Oh, das darf nicht wahr sein. Ich wollte extra... Au, Mann, jetzt ist aber gut. Kann ich auch hoch. Ich versuch's nochmal. Ich bin unbelehrbar. Jetzt ist es okay, da durch, du blödes Teil. Hacken ist doof. Oh, danke. So, was kommt da raus? Für den Operator? Beantragen neuen Operator. Das ist, glaube ich, ein Shield-Operator, ein technischer Operator wahrscheinlich, ne? Transstar 7495, Wissenschaftsoperator bereit zum Einsatz. Scan-Vorgang läuft. Mentale Fähigkeiten laut Moralmuster unterstützt wird. Das sollte ja, helfen. Okay, war, Sie sollten nun Sie wacher sein. So, toll. Also, ich komme nur... Hä? Geht das hier auf? Geht das hier auf? Ha! Ha, ha, ha. Oh, schön. Cool. Ich frag nicht. Alles klar, das haben wir. Wir waren aber immer noch bei den Volunteers. Das heißt, wir gehen da wieder rein ins Dunkel. Aber vorher... essen wir Captain Sprays Fischstäbchen. Captain Sprays. Keine Ahnung. Kontaminierung. Ist gesund für die Nieren. Ja. Das ist auch gut für den Kreislauf. Wie sieht es da hinten zu? Warum ist da hinten zu? Da hinten war da nicht zu. Warum ist da jetzt einmal zu? Thank you.
Recyclerladung, Verkabelung, Plastikschläuche, 2 Flaschen Bourbon, Schachtel mit Zigarren. John, das ist keine Kleinigkeit. Ich würde das ernst nehmen. Ich habe Alex bereits über diesen illegalen, Waren informiert. Mann. Bananenpudding. Disruptor Taser Pistolenfabrikatorplan. Okay. Das ist der Bourbon. Schrotpatronen. So, da sind wir vorhin lang gegangen und da fing dann unsere Odyssee an, alles klar. Mhm. So, Aaron, also unser Freund Aaron, den wir gestern befreit haben, hat ja gesagt, alle anderen, die wir in Grün begegnen, die werden nicht so freundlich sein. Ich versuche trotzdem nicht gleich jeden zu erschießen. Lieber häufiger Pinkelpausen als Nierensteinbildung. Ja, definitiv, natürlich. Da gebe ich dir voll und ganz recht. Oh, die Tischtennisplatte. Oh, Flipper. Automaten natürlich, ne? Nicht. Sondern ganz die Bananenpudding. Na, die wollten sie auch bei Laune halten, ne? Dass sie letztendlich dann dabei sterben, das war denen ja nicht bewusst. Den Volontären. Volontär. Auszug aus einem Interview mit einem Transstar-Volontär. Ich bin nicht mehr der gleiche wie vor 2 Jahren, erzählte mir Alexei Petrov. Die Talos 1 verändert einen, strukturiert einen zu einem besseren Menschen um. Petrov und 3 weitere Mitglieder der Menschewiki-Bewegung waren für die Anschläge auf dem Roten Platz mit 32 Todesopfern im Jahre 2029 zum Tode verurteilt worden. Nur 2 Wochen vor seiner Hinrichtung war jedoch der Technologiegigant Transstar an ihn herangetreten, um ihm eine 2. Chance zu geben. Im Rahmen eines neuen Programms namens Transstar Volontärinitiative erhielt Petrov die Möglichkeit, seine Strafe umzuwandeln und dafür als menschliches Testsubjekt zu arbeiten. Sie sagten, komm zu uns auf die Raumstation, arbeite mit uns an streng geheimen Projekten, gib der Welt, der du so viel genommen hast, etwas zurück. Und das tat ich, so Petrov. Ich bin froh darüber. Petrov ist es nicht gestattet, über seine Arbeit auf der Talos 1 zu reden. Man kann jedoch nicht leugnen, dass er ein veränderter Mann ist. Der frühere Abbrecher der Sekundarstufe macht gerade seinen Doktor in Astrophysik und hofft, eines Tages für Transstar arbeiten zu können. Klar. Es ist ein Märchenbuch, alles klar. Okay. V11065516. Zitronentorte und Apfel aufgefunden. Mikrowelle. Okay. Mülleimer, Bananenschale. Spirulite, Aaldülse. Ein Samovar oder so ein was ähnliches, ne? Raumschrank. Kühlschrank.